Hallo und willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution. Und wir spielen die Episode Beste Freunde, harte Gegner. Warum ist das auf einmal eine Episode? Man weiß es nicht. Wachsendes Ungeheuer, okay. Die Armo-Jamas, ey. Jeden Tag werden die verprügelt. Wir haben jetzt gerade einfach... Beim letzten Mal war es schon spät, habe ich aufgenommen. Jetzt haben wir gerade 2.30 Uhr nachts, während ich aufnehme. Also, ich verbessere mich nicht gerade. Aber okay, wir müssen halt, ne... Yugi besiegen mit Joey, das ist halt sehr schwer. Da muss man dann auch schon mal um 2:30 ne, Kinderkartenspiele spielen. Und gleich kann ich einen Kramburger essen. Muss ich anfangen? Oh, das ist irgendwie ungeil, mit Nachäffer anzufangen. Oh Gott, das wird doch schon wieder nichts. Ich sehe doch schon wieder kommen. Ich verstehe auch immer noch nicht, warum in dem letzten Duell der Effekt von dem Ding hier nicht funktioniert hat. Wenn ein Monster des Gegners dann angriffig hält. Wähle das angreifende Monster, ändere das gewählte Ziel in die Verteidigungsposition. Ich glaube, ich habe mich einfach verdrückt, als ich das gemacht habe. Ich glaube, ich mache gar nichts. Beste Strategie. Und hofft, dass er jetzt direkt wieder so ein 3200 Fusionsmonster beschwört. Fängt ja schon mal gut an. Ich schwöre, an meinem Switch-Controller hängt irgendwie so ein Flusen. Oh Gott, Alter, topft der Gier auch noch. Ja, fusionier, komm. Das ist jetzt auch nicht gerade geil, aber okay. Kann man mit leben. Vor allem, wenn ich gleich den in die Verteidigungsposition baller. Man darf dann doch noch eine Normalbeschwörung machen? Ich glaube, Yugi cheatet einfach. Kannst mir nur erzählen, dass der nicht am Cheaten ist. So, tschüss, verpiss dich. Ja, da tut ein bisschen weh, aber ich wollte sie nacherfahren, dann fuck ich den Red Eyes mit ab. Oder ne? Obwohl doch. Doch. Und zwar benutze ich Staubtornado. Da kannst du gar nichts gegen machen, Yugi. Da war deine. Oh, schade. Eigentlich habe ich gedacht, da wäre jetzt die Spiegelkraft, aber pff, dann halt nicht. Komm, irgendwas Cooles. Ah, super. Obwohl, wenn ich jetzt Fusion ziehe, dann kriegt er nämlich auf die Schnauze. Und zwar sowas von hart. Okay, erstmal Effekt aktivieren. Da die Angriffsverteidigungspunkte klauen. Und dann direkt auch dasselbe Monster verprügeln, bevor er wieder in Angriffsposition geswitcht werden kann. Oder fusioniert werden kann, noch schlimmer. Dafür, dass wir so eine beschissene Starthand hatten, läuft es gerade gar nicht so kacke, oder? Okay, ich sag nie wieder irgendwann in meinem Leben. Aber das ist bestimmt doch nur, ja, Drachenritter. Okay. Ich ziehe jetzt nämlich in der nächsten Runde Fusion und dann, tja, hast Pech. Aber trotzdem, meine Fresse, wie kann man so viel Glück haben? Der hat ja immer was zum Fusionieren, ey. Autsch. Wie hat der das nochmal in der Serie genannt? Mit Mammutfriedhof, da hat er immer gesagt. Oh, wie hat der das mal in der Serie immer genannt? Grab des Mammuts? Nee. Boah, scheiße. Obwohl. Ich kann ja die Fusion damit. Nee, kann ich nicht. Dann verliere ich. Der greift mich jetzt an, ich krieg zu viel Schaden und dann kann ich ihn nicht mehr aktivieren, weil das kostet mich dann 2000 Lebenspunkte. Super toll. Wie hat er die nochmal in der Serie genannt, dieses scheiß Mammut? Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht war doch Mammutfriedhof? Nee. Du dummes Stück Kacke. Oh wow. Ja, super. Obwohl, warte mal. Das reicht nicht. Also die einzige Chance, die ich jetzt klar habe, ist, dass ich Fusion ziehe. Sonst sieht es sehr düster für uns aus. Ich bin immer noch um drüber nachgrübeln, wie der jetzt den scheiß Mammutfriedhof genannt hat. Ich könnte halt mal in die Kommentare schreiben, ich weiß es leider echt nicht mehr. Ja, na, das ist jetzt der größte Scheiß. Ja, komm, ich aktiviere die jetzt. Was gönnen wir uns denn? Fusion, komm. Wir fusionieren jetzt. So. Ach, man kriegt die sogar auf die Hand geflatscht, okay. Komm, wir benutzen die. Mal gucken, was da passiert. Oh geil, ich darf sie sogar noch echt fusionieren. Das ist irgendwie lustig. Tja. Ich lese einfach die Karten durch. Wenn Yugi jetzt aufpasst und sagt, dass ich 2000 Lebenspunkte verliere, dann schummel ich einfach. Mal gucken. Und ich habe den wenigstens beschworen. Hm? Was machst du jetzt? Hm. Ah.
Schade, Yugi, ist das leider aufgefallen. Oh Gott, ey. Die unerwartetsten Duelle sind immer schwer. Das ist einfach nur... Ich frag mich gerade bei GX. Da gibt es bestimmt auch richtig komische Duelle. Jetzt habe ich doch ein bisschen Bock, GX auch noch zu spielen. Mal gucken, wie weit wir das machen werden. Vielleicht wird ja vorher noch Rush Duel rauskommen oder so. Oder Master Duel, dann mache ich da ein paar Videos zu. Was ist denn das jetzt hier für eine crazy Starthand? Gar keine Fusion, aber richtig viele so Fusionsmaterialien. Materialien. Ich kann den mit dem fusionieren, ich kann den mit dem fusionieren. Jetzt noch rote Augen tragen. Okay, was ist das für eine Scheiße? Ich will jetzt eigentlich... Der Einzige, was ich machen könnte, ist den beschwören und dann seinen Effekt aktivieren. Aber ich habe keinen Bock, dass der jetzt verreckt, weil dann ziehe ich nämlich genau dann danach Fusion, ich weiß das. Deswegen lassen wir ihn lieber auf der Hand. Und ja, ich werde jetzt wahrscheinlich... Oh. Ich habe eigentlich gedacht, der benutzt jetzt wieder... herbeigerufener Totenkopf. Hä, was ist das denn für eine Reihenfolge gewesen? The fuck? Ich raste komplett aus. Komm. Wer nicht wagt, verliert auf jeden Fall. Gott, diese Scheißmünzen, ey. Komm, du nochmal. Oh mein Gott, das hat funktioniert. Ich habe schon gedacht, ich habe jetzt für immer ein ewig Pech und ich treffe das nie. Ernsthaft, für die Karte? Naja, von mir aus, dann verschwende halt deine scheiß Wahlkarte. Ist mir recht, soll mir recht sein. Also, ich will nicht sagen, aber wie unwahrscheinlich ist die Chance, dass der jedes Duell diese scheiß Kackkarte da beschwört? Der cheatet doch! Straight up am Schummeln. Straight up am Schummeln. Das gibt es doch nicht. Vor allem, selbst wenn ich jetzt Fusion ziehe, dann bringt mir auch nichts, weil dann ist mein Monster zu schwach. Ich kann jetzt eigentlich nur schon wieder Zeitzauber rausspielen mit dem Angreifen. Also, Effekt. Luft, Alter! Ein unendlicher Nachschub an immer derselben Karte. Ah, scheiße, jetzt habe ich schon gespielt, ne? Ich wollte eigentlich noch eine Runde warten und dann vielleicht zwei Monster von dem killen, aber... Naja, okay, warte mal, diesmal... Komm, nochmal, hat uns Glück gebracht. Fuck yeah, okay. Der letzte Part hieß Joeys Glück. Und diesmal war Joeys Glück. Ah! Ich weiß nicht, wie ich das im Titel darstellen soll. Außerdem ist das dumm, wenn man zweimal den fast selben Titel macht, weil dann alle Leute denken, ah, den Part habe ich schon gesehen. Deswegen machen wir das nicht. Oh nein, nicht der wilde Kobold. Ich bin immer noch überlegen, wie der scheiß Mammutfriedhof nennt. Das ist schon gerade richtig unangenehm für... Warte, ich google das jetzt einfach. Weil wenn ich mir gerade vorstelle, dass jemand... das in... Wie soll ich denn das googeln? Ja, nee, kein Bock mehr. Wenn ich mir vorstelle, dass jemand das so... die ganze Zeit am Tüfteln ist, wie das nochmal heißt. Und das dann zum Verrecken nicht rausfindet, man dem aber nicht sagen kann, wie... Das heißt, weil das eben nicht live ist, stelle ich mir sehr frustrierend vor. Aber wie gesagt, ihr könnt das ja in die Kommentare schreiben. Dann weiß ich das wieder. Müsste ich eigentlich jeden Part machen, oder? So. Oh nein, ich weiß nicht mehr, wie die Karte heißt. Jetzt müsst ihr das leider in die Kommentare schreiben, wenn ich Kommentare bekomme. Nee, aber ich weiß ja gerade wirklich überhaupt gar nicht. Aber Yugi hat alle seine Karten immer anders genannt. Ja. Toll. Komm, ich fange mal an, hier die Scheiße zu setzen. Das ist nervig, ey. Ich komme nicht gegen so ein 1300er Monster an. Kann halt wahr sein. Nein, will ich nicht. Das ist aber auch gerade das Einzige, was er macht, ne? Einfach nur angreifen und dann damit auch noch durchkommen. Das ist ein bisschen frustrierend. Kann ich denn jetzt vielleicht Fusion ziehen oder so? Das wäre sehr schön. Ist das annoying, ey. Ist das annoying. Ich setze den hier, komm. Weil die anderen beiden kann ich halt fusionieren.
Ich schwöre, der hat die auch nur einmal im Deck Fusion. Oder der hat die gar nicht im Deck, weil das ist Joey. Der hat keine Zauber- und Feinkarte. Kann ich denn wenigstens ein Monster mit 2000 Verteidigungspunkten oder so haben? Weil Yugi ist gerade auch nicht viel mehr am Machen, als mit dem scheiß Vieh anzugreifen. Alter, was ist denn das für ein Much-Deck, was der hat? Das ist doch nicht mehr normal. Ich habe noch Glück, dass der die ganze Zeit nichts macht, Yugi. Dass der nur mit seinem scheiß wilden Kobold alle meine Monster umbringt. Der für fette Hände, Alter. Guck mal, wie viel Glück habe ich? Ich wette, der hat nur so Tributsbeschwörungskarten auf der Hand. Und keine Fusion. Komm, jetzt mach mal, bitte. Junge, willst du mich eigentlich verarschen? Es lohnt sich aber nicht, den Zeitzauberer zu spielen und damit dem seinen Effekt irgendwie weiter rumzuprobieren. Ey, ich vergesse immer, jedes Mal, dass das Gesicht von dem Zeitzauberer eigentlich oben auf dem Ding drauf ist, ne? Das Gesicht ist eigentlich gar nicht die Uhr. Oder? Das vergesse ich jedes Mal. Na toll, was hatten wir denn da jetzt gemacht? Achso, hier mit. Super. Guckt mal, das habe ich glaube schon mal gesagt, aber der Kopf ist ja das Ding da oben drauf, ne? Oder? Ich habe genau dasselbe schon mal gesagt. Ich habe gerade übel Flashback. Was hat denn der für ein Much-Deck? Ach komm, ey, jetzt Zeitzauberer, fuck ihm sein ganzes Leben ab, bitte. Sollen wir nochmal das eine da wählen? Komm. Oh, fucking hell, Alter. Yes. Übel geil. Okay, dreimal miteinander. Richtig. Das ist doch mal super nice. Die einzigen Schadenspunkte, die ich bis jetzt gemacht habe, sind immer nur mit dem hier, kann das sein? So, und jetzt bitte mach gar nichts. Als ob, okay, cool. Bitte zerstör dich selbst. Ah, scheiße. Aber hey, ich kann jetzt angreifen und Schaden machen, weil ich habe nämlich Babytraube. Mein einziges Monster, was ich benutzen kann. Vielleicht überlebt er dann noch eine Runde. Die könnte ich sogar benutzen. Die könnte ich sogar tatsächlich noch benutzen. Der hat ja Fusion auf dem Friedhof, ne? Der hat ja schon mal fusioniert. Ne, hat er nicht. Doch, hat er wohl. Okay. Ich greife jetzt aber trotzdem an. In der Hoffnung, dass der einfach gar kein Monster spielen kann in der nächsten Runde und ich dann die 2000 Lebenspunkte bezahlen kann. Wehe, du fusionierst jetzt, greif mal ein Monster an, dann wird er zerstört und dann kann ich die Grabräuberkarte bzw. den Effekt dann von der Zauberkarte nicht mehr aktivieren. Okay, gleich stark. Ich bin immer rumlegen, wie der heißt. Das ist so nervig. Heißt der nicht Mammut von so und so? Ich muss das googeln. Ich muss das jetzt wissen. Ich raste sonst komplett aus. Ich muss das jetzt googeln. Tut mir leid. Yu-Gi-Oh! Mammut. Ich gucke einfach mal nach der Karte. Da müsste ja dann vielleicht auch dabei stehen bei Wikipedia oder so. Wie die Karte im Anime heißt. Ne, steht natürlich nicht dabei. Toll, dankeschön. Ich muss das jetzt wissen. Ich guck mal gleich Yu-Gi-Oh! An, Alter. Schaut's komplett aus. Jetzt Plot Twist hieß die ganze Zeit schon so. Oh Gott, das will ich find da nix. Yu-Gi-Oh! Fuck, Alter. Ich muss das jetzt aber wissen. Jetzt habe ich mich zu hart da reingesteigert. Scheiße. Wie heißt die denn auf Englisch? Vielleicht kann man das von da ableiten. Es tut mir gerade so leid. Ich mache gerade hier was ganz, ganz Schreckliches. Ja, die heißt auf Englisch Mammoth Graveyard. Heißt die vielleicht Friedhof des Mammuts? Ich weiß nicht, ihr müsst mir in die Kommentare schreiben, ihr müsst mir helfen, ich raste das komplett aus. Ich hab das zwar bis in 5 Minuten wieder vergessen, aber ist egal. Okay, ich weiß nicht. Doch, komm. Ich war kurz am Überlegen, ob ich vielleicht. Ach nee, den brauche ich. Oh, bin ich dumm. Jetzt habe ich den ja beschworen. Das war jetzt stupid. Dann hätte ich den beschwören sollen. Egal. Scheiße gebaut, man kennt. Ich könnte aber auch Krabräuber benutzen, um
Verstopfte Gier? Oder antike Regeln? Antike Regeln? Antike Regeln? Ja, komm. Da steht, beschwöre ein normales Monster als Spezialbeschwörung. Ich habe gerade als Normalbeschwörung. Dumm. Dann hätte ich wahrscheinlich die Karte da schon sehr oft besser benutzen können. Ich komme schon, wenn der Part hier, oder die Kommentare aus dem Part hier nur aus Mammut so und so bestehen. Aua. So, jetzt stirb. Weißt du, ich brauche die nicht zu fusionieren, ich kann die einfach so spielen, die Karten. Ich bin nämlich cooler, weil das ist nämlich sinnvoller, ist logischer. Weiß man eigentlich als guter Duellant, Yugi. So, und jetzt kommt wahrscheinlich Raikiki-Prescher, ich raste komplett aus. Raikiki-Prescher vor allem, Raikiki. Oh, bitte nicht. Oh Gott. Ich hasse Yugi mittlerweile einfach nur noch. Er ist so ein stinkendes Stück Scheiße mit seinen komischen Zackenhaaren. Ah! Oh mein Fuck. Das ist ja ultra geil. So. Jetzt einfach kein Monster spielen. Und dann stirbst du. Richtig feste. Ja. Tja. Tja, 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 tja. Rate mal, wer jetzt gewinnt. Weil du dumm bist, Yugi, weil du scheiße bist. Und nur durch Glück gewinnst. Okay, jetzt will ich einfach nur noch sterben. Ah, mein Gott. So viel zu Glück. Ich habe viel mehr Glück als du. Du bist scheiße, Yugi. Ich hasse dich. So, jetzt verprügeln wir den Ultrafeste. Eigentlich dumm, was ich hier gerade mache, aber... Ach komm, ich kill den direkt, keinen Bock mehr. Batsch. So, tot. Tot einfach. Oh ja, als Pegasus gegen Yugi, das finde ich cool. Geschichte-Deck. Obwohl, ja, warte mal, müssen wir wieder gegen Yugi spielen? Ich habe gar keinen Bock drauf eigentlich. Egal, wir gewinnen dann easy. Pass auf. First try. Du darfst anfangen. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich als Zweiter spiele, gewinne ich eher. Jetzt so statistisch gesehen, die ganze Zeit nur am Verlieren als Zweiter. Sieh mal einer an. Das ist doch ein toller erster... ein toller erster Starter. Vor allem ziehe ich jetzt einfach diese Scheißkarte. Diese... Ihr wisst, ne? Ihr wisst. Ihr wisst. So, finstere Bestechung. Geil. Dann machen wir die typische Thun-Inhaltsverzeichnis-Taktik und gönnen uns erstmal alle Thun-Inhaltsverzeichnis. Als ob die nur zweimal mit der Karte sind, das finde ich scheiße. Finde ich ein bisschen fragwürdig, aber okay. Ich weiß halt überhaupt nicht, wie Thun-Karten funktionieren. Ne? Ich muss jetzt erstmal gucken, was hier abgeht. Also. Das ist mir zu kompliziert. Ich hole mir... Ich könnte mir halt Toon World holen, aber... Ich habe halt gerade irgendwie Bock, ihn hier zu beschwören, ne? Aber ich glaube, das ist auch dumm. Müssen die, brauchen die alle Toon World? Nee, ne? Die kann man so spielen. Gut, aber ich muss ja nicht mit angreifen, sondern einfach nur mich mal verteidigen, indem ich ein Monster in Angriffsposition spiele. Was sehr strong ist. So. Komische Restrictions haben die ganzen Thun-Karten. Fuck. Er spielt den auch legit jede Runde, ne? Oha. Sollen wir hier die aktivieren dafür? Ja, komm. Einfach nur, weil er mir um den Sack geht. Zieh ruhig noch eine Karte. Jetzt nochmal wieder Geburt. Okay. Ja, das ist jetzt ein bisschen doof, ne? Aber wir können gleich hier schön Dings.
Boah, ich wünschte, ich würde jetzt dieses... Wie heißt die? Tausendäugige Abgott heißt die Fusion. Ah, scheiße. Ja, komm. Allein um die Karte da zu klauen, wäre ganz cool. Hat ja sogar eine Animation wahrscheinlich, ne? Mal gucken. Ja. Das ist so... Irgendwie komisch, dass der die im Deck hat, ne? Das ist wirklich so das Einzige, was so aus diesem Tun-Ding rausspringt. So, dann probieren wir mal den Effekt zu aktivieren. Mal gucken, ob er klappt. Hat geklappt, super toll. Dann holen wir noch ihn, den Manju. Der Zehntausendhändre. Und gönnen uns, ich glaube nochmal hier die, weil, wie gesagt, falls ich dieses eine Teil da ziehe, ich muss auch kurz nachgucken, wie das heißt. Auf, nee, tausendäugiger Abgott. Ach, das heißt so, ach, da, genau, da heißt dann tausendäugiges Opfer. So war das nämlich. Dann können wir die direkt fusionieren. Mal schauen, ob ich jetzt hier durchkomme. Wahrscheinlich kommt jetzt wieder Spiegelkraft, weil man kennt ja nicht anders, ne? Ist ja Yugi, also was soll man sonst erwarten? Naja, wenigstens sind wir uns auch gestorben. Ah, das könnte schwer werden, der Duell. Weil dieses Toon Engine ist nicht unbedingt so knusprig. Zu der Zeit hier. Aber hey. Der kommt auch nicht an mir vorbei. Kann ich aber direkt angreifen. Geht das auch, wenn kein Toon World auf dem Feld ist? Oh lol, nochmal. Okay. Ich bleib aber so. Wäre natürlich dumm, wenn jetzt schon wieder herbeigerufener Totenkopf stört. Aber ich bezweifle, dass das passiert. Oh. Meine Zweifel waren zurecht. Ja! Geil! Obwohl mir ist gerade aufgefallen, ich habe gar kein Monster, weil ich dann damit auflutschen kann, ne? Ich glaube, wir behalten den lieber noch. Wenn jetzt irgendeine Karte spielt, die Karten aus meiner Hand abwirft, dann heul ich nur noch. Ganz komische Fusion. Okay, jetzt wäre toll, wenn ich Toon World ziehen würde. Ich warte eigentlich schon drauf, dass er irgendein OP-Monster beschwört, aber ich glaube, da kommt gar eins. Oh. Shit. Naja, dafür lohnt es sich jetzt nicht, aber okay. Aua. Komm, du spielst die ganze Zeit so gute Karten. Kannst du jetzt bitte dann auch einmal, wenn ich was dagegen machen kann, was Gutes spielen, dann wäre sehr schön. Ich habe halt gerade legit nichts zum Spielen. Ich will nicht für... Was kann die nochmal genau? Okay. Lunge gestorben. Die ist ja echt dasselbe, außer die Angriffsposition mehr geändert werden kann. Kann das sein? Irgendwie dumm. Ich frag mich, was das Fusionsmonster ist, was der da hat. Ich weiß es nicht genau. Hat Yugi im Kampf gegen Pegasus fusioniert? Ich wollte gerade sagen, der hat den gespielt, aber ist ja keine Fusion. So, den werde ich mir gleich gönnen. Oh, warum? Das ist auch schon wieder übel weak. Aber so langsam muss ich mal was machen, deswegen. Wäre cool, wenn ich nochmal aufgegeben ziehen würde. Okay, Korall. Dann könnten wir nämlich eigentlich auch einfach das hier aktivieren, ne? Ich schmeiß mal den weg. Aber ich werde trotzdem den anderen jetzt nicht auch fusionsbeschwören, weil das wäre dumm. Ich hätte ja keine anderen Monster, die ich sonst klauen kann. Aktivieren. Stehlen.
Wenn ich jetzt angreife, kommt dann wieder Spiegelkraft, ist die Frage. Ich glaube, ich mache mal einfach nichts. Aber Pegasus hat auch nichts im Deck, womit ich irgendwie Backrow removen kann. Okay, da kommt dann unsere Antwort auf die Fusionskarte, die wir gleich benutzen werden. Ist aber auch gerade schon wieder aufgefallen. Ah, cool. Ah, oh, das habe ich ja komplett vergessen. Dass der das kann, ist ja schon irgendwie cool. Tschüss, weggesnackt. Haha. Ich will aber irgendwie trotzdem mit angreifen. Das ist ein bisschen assi, dass der das kann. Ich werde gleich, falls das Duell entschieden ist, trotzdem noch die Monsterfusionsbeschwörer für Nova Stadt haben will. Ich würde ja mal gerne ein paar Monster legen oder setzen, aber ich glaube, ich setze die mal. Die vor allem. Okay, selbst wenn er jetzt ein Monster opfert, das ist stark genug, um aufgegeben zu vernichten. Okay, sieht gut aus. Als ob wir die nochmal haben, Alter. Wir können ja des Todes spammen. Ich beschwöre mal die. Und mache aber immer noch nichts, weil ich Angst habe. Ich gewinne gleich durch Decktod. So, und jetzt sollte ich aber anfangen, die Monster zu vernichten, weil ich weiß nicht, was der dann Tribut beschwört. Tribut beschwört, mein Gott. Nacherfahr, okay, cool, aber der kein Monster. Kann ich ja mein eigenes Monster nacherfen? Ich mach mal Verteidigungsposition und dann. Ich glaube, ich muss jetzt immer 500 Lebenspunkte opfern, kann das sein? Okay, interesting. Choice dafür. Wahrscheinlich beschwört er jetzt irgendein Monster, ne? Oh, der hat Dark Magician abgeworfen. Ach klar, der hat die Fusion aus Dunkler Magier und Wasserblader, ne? Oder? Ne, der hatte den doch noch gar nicht hier. Was ist denn jetzt los? Als ob der das gemacht hat. Und als ob das auch noch geklappt hat. Jugi, du bist anstrengend, weißt du das? König der Spieler Marsch. Ich heb mir die Fusion auf, für falls der noch irgendwie ausrasten sollte. So, gönn dir mal dem seine. Ich hätte eigentlich die anderen nehmen sollen, ne? Hätte ich sogar Verteidigungsposition machen können, aber egal. Jetzt ist zu spät. Hat der dann direkt danach nicht nochmal Lichtschwerter. Ich habe immer noch Angst vor Raigeki oder so. Ich weiß nicht, ob er die vielleicht im Deck hat. Komischer Move. Sein eigenes Tributmaterial zu destroyen. Oh, Toon World. Cool. Ist eventuell dumm, die zu spielen, ne? Kann ich davon mehrere Spezialbeschwören? Ach lol, okay, ja dann. Das ist natürlich dann gar nicht mal so scheiße. Sei denn, die wird jetzt zerstört, die Toon World. Dann ist das scheiße. Ah, komm, du bist dran. Es gibt ja so eine Karte, die irgendwie sagt, alle Karten kommen auf zum Besitzer zurück oder irgendwie sowas. Wenn der die jetzt aktivieren würde, würde der dann hier zurück auf seine Hand kommen? Oder auf Feld? Ja, okay, jetzt haben wir genug abgewartet. Jetzt ist Lichtschwerter tot. Weh, du spielst jetzt nochmal ein Jubi, ey. Wehe. Dann zeige ich dich an. Okay. Kurz ein bisschen Angst gekriegt. Hab ja schon Slifer, ich sage euch. Aua, mein Auge. Okay, er schon wieder.
kann ja nicht angreifen, ne? Nee. Dann switcht die jetzt in die Verteidigungsposition. Das war eventuell dumm. Ja, shit. Ich switch mal die in Angriffsposition. Greife ich mal random. Ah, ich kann doch direkt angreifen, ne? Das habe ich vergessen. Was ich auch vergessen habe, ist das da. Das ist ja super scheiße. Okay, toll. Wenn jetzt irgendwie ein Monster... Obwohl, ne, ich würde kein Monster, aber 3400 Angriffspunkte hat. Okay. Die können zwar direkt angreifen, aber... Kann die nochmal. Wissen die, muss man immer 500 Angriffspunkte, Lebenspunkte haben, wenn man angreift mit denen? Die Much. Die muss aber keine, okay. Ich raste jetzt einfach aus, komm. Irgendwie habe ich gehofft, dass Spiegelkraft kommt. Ach, der kann ja nicht direkt angreifen. Und wenn ich mit denen angreife, dann kann ich zwar 2800 Schaden machen, aber verliere auch 1000 Lebenspunkte. Das ist mir ein bisschen zu heftig. Hm, komm. Das machen zu müssen, dann tu das. Oh, 1500. Aber der hat keine Karten, die er aktivieren kann, sonst hätte er das ja schon gemacht, ne? Ich mache jetzt Fusionsbeschwörung, komm. Ernsthaft? Oh mein Gott, Alter. Yugi, ich hasse dich. Was ist das denn für ein Stück Kacke? Oh mein Gott, ist das schrecklich. Das war ein sehr anstrengender Part. Ich habe die ganze Zeit drüber gekrübelt, wie der scheiß Mammut-Friedhof-Ding da in echt heißt. Grab des Mammut-Grabs. Grab des Dinosauriers. Ich höre jetzt auf. Wir haben 3 Uhr. Jetzt ist Zeit für einen Krabbenburger. Bis dann. Und... Schreibt mir bitte in die Kommentare, wie dieses scheiß Mammutfriedhof-Ding im Anime heißt. Und wenn der wirklich im Anime Mammutfriedhof heißt, dann... Keine Ahnung. Dann ist das alles vorbei. Bis dann. Oh Mann.